Am 25. Juni 1950 brach der Koreakrieg aus. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs war es zwischen dem sowjetisch besetzten Norden und dem amerikanisch besetzten Süden immer wieder zu Grenzstreitigkeiten gekommen. Im Juni 1950 drangen Soldaten der nordvietnamesischen Volksarmee mit dem Ziel einer gewaltsamen Wiedervereinigung in den Süden ein. Flugzeuge bombardierten amerikanische Luftwaffenstützpunkte. Die amerikanische Botschaft forderte Unterstützung bei Präsident Harry S. Truman an, der sofort die Verlegung von Truppen und Angriffe durch die US-Luftwaffe anordnete. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte am 31. Juni den Bruch des Friedens durch Nordkorea trotz des Protestes der Sowjetunion. Internationale Truppen, größtenteils aus den Vereinigten Staaten, traten auf der Seite Südkoreas in den Krieg gegen den Norden ein, der seinerseits China und die UdSSR auf seiner Seite hatte. Auf der ganzen Welt wuchs die Angst, dass der Stellvertreterkrieg zwischen den großen Machtblöcken sich über das kleine asiatische Land hinaus ausdehnen könnte. Erst nach langen und für beide Seiten verlustreichen Kämpfen wurde am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstandsabkommen zwischen der UNO und Nordkorea geschlossen. Eine Grenze wurde gezogen und eine entmilitarisierte Zone eingerichtet, die bis heute Bestand hat. Bis zum Ende des Krieges verloren mehr als 4 Millionen Menschen ihr Leben. Darunter waren nach offiziellen Angaben 36.914 US-Soldaten. Um die Versorgung der verletzten Soldaten in Kriegsgebieten zu gewährleisten, schuf die US-Armee im Jahr 1945 die MESH-Einheiten, Mobile Army Surgery Hospital. Die Versorgung der Verletzten erfolgte in den mobilen Einheiten direkt in Frontnähe. Während des Koreakriegs wurde hierbei eine Systematik erarbeitet, die heute noch in Notaufnahmen Anwendung findet. Die Sterblichkeitsrate unter den Soldaten konnte dadurch stark reduziert werden. Die letzte MESH-Einheit wurde am 16. Februar 2006 in Pakistan geschlossen. Sie war hinter den technischen Möglichkeiten der CSH, der Combat Support Hospitals, zurückgefallen, die in den 1970er Jahren eingeführt wurden. Im Jahr 1968 veröffentlichte der Militärchirurg Dr. Richard Hornberger unter dem Namen Richard Hooker das Buch MESH, A Novel About Three Army Doctors, über seine Erlebnisse im Koreakrieg. Das Buch war nur ein moderater Erfolg, legte aber den Grundstein zu einem Medienphänomen. Der Film MESH von Robert Altman, der 1970 folgte, zementierte den Erfolg von MESH als Marke. In den 1970er Jahren veränderte sich die Gesellschaft radikal im Erwachen der 68er-Demonstrationen. Die heile Welt der 50er und 60er Jahre vorbei. Die Gesellschaft wurde von Skandalen und Konflikten erschüttert. Auch das Fernsehen zollte dieser Entwicklung Tribut. Serien wie All in the Family und The Mary Tyler Moore Show zeigten dem amerikanischen Publikum im Format einer Comedy-Serie plötzlich Themen wie Rassismus und Feminismus auf. Und ab 1972 gab es eine weitere Serie, die Subversität in die heile Welt des Fernsehens brachte. MESH. Die Geschichte amerikanischer Chirurgen im Koreakrieg. Und da kommen wir ins Spiel. Hallo, wir sind der MESH unter Messer Podcast und wir wollen in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren mit euch über diese wundervolle Serie sprechen. Und wer wir genau sind, das erzählen euch die Leute am besten alle selbst. Und da würde ich sagen, Sven, stell du dich doch mal vor. Ja, hallo, ich bin der Sven, bekannt aus dem Sendegate und von Twitter als @EvilDanWallace. Und ja, aus Podcasts wie dem Quantenrost und was ein Krach und jetzt MESH unterm Messer. Juhu! Eine meiner Lieblingsserien und ich bin sehr froh, dabei zu sein. Außerdem dabei ist die Fein Alex. Hallo Alex. Hallo Dela. Ja, ich bin hier so reingestolpert. ja, MESH habe ich früher zum Einschlafen geschaut, weil ich schlafe viel beim Fernsehen ein. Jetzt hoffe ich, dass ich die Serie beim Nachgucken nicht ganz durchschlafe. Das mit dem Film hat schon mal geklappt. Den habe ich durchgestanden, ohne einzuschlafen. Außerdem dabei ist der Raphael. Hallo, Raphael. Hallo, ich wurde mit Alkohol gelockt. Ja,
Ich liebe einfach Mesh. Ich musste dem Ruf folgen. Vielleicht ein paar Leute kennen mich aus irgendwelchen Produktionen des Podcast-Imperiums. Ich selber bin sonst immer direkt zu hören in der dritten Macht und im Popschutz. Und ich bin heute bewaffnet mit keinem Martini leider, aber dafür mit einem Zwetschgenbrand. Prost! Zum Wohl! Weiterhin begrüße ich den Max Neurer. Hallo Max Neurer. Ja, hallo, man kennt mich im Internet, aus dem Internet als Max Snyder und habe schon vor vielen Äonen in dem befreundeten Podcast Stink Talks in der ersten Folge über Mesh geredet, so 2 Stunden grob. Und ja, Mesh ist auch einer meiner Lieblingsserien. Den Film habe ich aber auch erst vor, ich glaube, irgendwann letztes Jahr gesehen auf iTunes, dann in Englisch. Konnte dem nur schwer folgen und vor einer Weile habe ich den mal dann zufällig zur Hälfte im Fernsehen auf Deutsch gesehen und habe es aber auch nur nicht wirklich ausgehalten, weil die Synchro sehr schwierig ist. Okay, außerdem dabei ist der Professor Zappo. Hallo. Ja, hallo. Man hat mich vielleicht schon mal im König oder Dame Gast Podcast gehört. Ansonsten jetzt hier und ja, nee, sonst mache ich eigentlich nicht viel außer Mist twittern. Passt schon. Und außerdem aus dem König Buben Dame Gast kennt man wahrscheinlich den Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, wo kennt man dich denn her? Ja, mich kennt man auch aus dem König Buben Dame Gast, beziehungsweise aus dem Dela Sastercast. Und ansonsten quatsche ich gelegentlich einfach mal so Blödsinn. Wenn ein Mikrofon dabei steht, ist es gut. Wenn nicht, rede ich einfach trotzdem Blödsinn. Ganz kurz, damit ihr uns ungefähr einordnen könnt. Wir sind nicht der erste Mesh-Podcast auf dem Markt, weder auf dem deutschen noch auf dem internationalen Markt. Es gibt sehr viele Formate, aber das bekannteste deutsche Format wird wahrscheinlich der Sumpf sein. Und ja, wir grüßen natürlich die Jungs auch ganz, ganz herzlich. Wir haben sie auch, bevor wir das Projekt ins Leben gerufen haben, gefragt, ob sie was dagegen hätten. Und sie haben uns sehr, sehr herzlich die Erlaubnis dafür erteilt und uns willkommen geheißen. Deswegen hört in den Sumpf rein, die sind alle fantastisch und toll und wir wollen uns keine Konkurrenz machen, aber ich denke, unterschiedliche Sichtweisen sind da immer eine gute Sache. Da hört er mich auch. Genau. Auch wieder ein Alkohol. Muss ich mich jetzt outen? Ich habe tatsächlich einen Podcast verpasst. Es gibt einen Podcast, den ich nicht kenne. Ich bin erschüttert. Doch, ich kenne den. Ich habe den gehört. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe auch letztes Jahr so ein bisschen angefangen, den zu hören, ja. Okay. Man muss auch zugeben, dass die irgendwie den geilsten Namen schon direkt abgegriffen haben. Ich meine, nichts gegen Mesh unter Messer. Das ist ein super Name, aber er ist vielleicht so 0,5% nicht so gut wie der Sumpf. Ja, vor allem machen sie immer so schöne Nebensümpflichkeiten, also für alle Folgen, die irgendwie nichts direkt mit Mesh zu tun haben, benennen sie dann immer so, ist auch super. Ja, es wird aber auch immer irgendeine Verbindung gefunden und egal, wie sie hergebogen wird. Ja, oder es wird auch einfach mal irgendwie 1 oder 2 Folgen Star Trek Discovery besprochen. Also ich kann nur sagen, es wird auch noch mal über Cthulhu-Pinguine gesprochen, da dränge ich schon seit Monaten drauf. Okay. Es wird ganz und gar fantastisch. Außerdem wollen wir uns an der Stelle ganz, ganz lieb auch beim 2CT bedanken, denn der hat uns dieses fantastische Intro und Outro gebastelt. Ganz herzlichen Dank. Bitte sendet all eure Liebe und Flausch an den Hendrion. Ganz kurz, damit ihr ungefähr einen Überblick habt, was wir vorhaben. Wir wollen heute in der Nullnummer über den Film reden und danach in den weiteren Folgen wirklich chronologisch durch die Serie durchgehen. Die Idee dahinter ist die, dass wir das Ganze wirklich halbwegs kurz halten. Das heißt, wir wollen eigentlich nicht unbedingt sehr viel länger werden als die eigentliche Folge. Außerdem soll eines der Elemente dieser Sendung sein, dass wir doch regelmäßig mit wechselnder Besetzung senden. Einer von uns, von den Leuten, die jetzt ihr gerade gehört habt, wird sicherlich immer dabei sein, aber es werden hoffentlich auch früher oder später Gäste aufschlagen, entweder für mehrere Folgen oder nur für einige spezielle Folgen. Jedenfalls werdet ihr immer unterschiedliche Besetzungen hören, im besten Fall, wenn alles so klappt, wie wir das wollen. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr das möchtet. Dazu braucht ihr euch einfach nur bei uns zu melden und wir versuchen dann einen gemeinsamen Termin zu finden. Ja, ich glaube, die einzige Voraussetzung ist, dass ihr die Folge, über die wir reden wollt, danach guckt, bitte, ja? Genau, und ein Mikrofon habt. Ja, zugegeben. Ja. Alkohol schadet auch nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe einen Martini und der ist gerade frisch gemacht und mit Olive und mit Olive und Mandel und in der Tat sogar dirty mit einem Schuss Olivenwasser im Martini, weil ich das so mag. Davon abgesehen habe ich auch einen Bademantel an, weil ich mir gedacht habe, Podcast mit Hose geht gar nicht und der Kilt ist gerade in der Wäsche. Okay. Ihr merkt schon, eine gesunde Portion Wahnsinn schadet auch nicht bei dieser Sache. Ich fühle mich gerade so verbrüdert mit jemandem. Prost. Der Kilt liegt allerdings im Nebenzimmer. Ja. Gut, habt ihr organisatorisch erstmal noch irgendwelche Anmerkungen? Sonst würde ich direkt in den Film jetzt reingehen. Ja, schöne Grüße an alle, die schon gesagt haben, dass sie gerne mitmachen wollen und dass sie hier auch mal irgendwie Stargäste sein wollen und ähnliches. Und ich freue mich da total drauf. Also ihr werdet euch ranhalten müssen, dass ihr Termine findet, wo ich keine Zeit habe, sonst bin ich hier. Wir haben übrigens auch vor, da keine Begrenzung reinzubringen. Also manchmal senden wir halt zu dritt, manchmal, wenn es gut kommt, vielleicht sogar zu zehnt, keine Ahnung. Oh Gott. Wir werden das Chaos schon irgendwie gehandelt kriegen und wenn nicht, müsst ja ihr Hörer drunter leiden und nicht wir. Von daher macht euch da keine Gedanken. Wenn ihr Bock habt, dann meldet euch einfach und wir kriegen das schon irgendwie hin. Wollen wir mal vorne anfangen beim Film? Ja. Das Intro oder der Anfang ist ja quasi fast 1:1 zur Serie. Da hat man, wenn ich das richtig gesehen habe, ich kannte den Film vorher nicht und habe ihn jetzt kürzlich geguckt. Und da hat man ja im Prinzip bei der Serie nur Szenen mit den dann Seriendarstellern reingeschnitten, oder? Habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, der Hubschrauber ist doch ein leicht anderer. Ja, und das ist ein bisschen länger. Und der Hauptunterschied für mich war, dass Suicide is Painless, der Titelsong, in der Serie ohne Text läuft. Ja, da hatte sich der Sender beschwert, die wollten kein Lied über Selbstmord in ihrem Programm haben. Das kann ich verstehen, ja. Ja, und ich muss sagen, der Text ist auch ganz schön bitter. Also, ich meine, der ist halt positiver, als man denkt, wenn man drüber nachdenkt, aber so dieses so, hey, Selbstmord tut nicht weh und ist auch eine Option, ist schon so. Und dann im Zusammenhang mit diesen Bildern von verletzten Leuten, die im Krieg irgendwie mit dem Hubschrauber durch die Gegend geflogen werden, das ist schon so, wow. Ja, das war schon in Jugendtagen mein Humor. Wenn man da kalt reinkommt, ist das ganz schön heftig. Also, ja, es ist halt auch wirklich schon echt eine klare Ansage, wie das Ganze in Zukunft weiter verlaufen wird, ne? Also das ist halt nicht Hui und Sonnenschein nur, sondern es schlägt dir halt gelegentlich auch echt frontal in die Fresse. Ja. Man muss allerdings auch sagen, dass der Film auch deutlich blutiger ist als die Serie. Oh ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich hatte den Film, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, bin ich dazu eingeschlafen und da habe ich diese ganzen blutigen Szenen offenbar verpasst. Und ich fragte mich, war das schon immer so? Aber in der Serie wird es dann nicht ganz so blutig, das ist richtig, ja. Stimmt, ja, da operieren sie hauptsächlich weiße Laken und nicht rote. Mhm. Ja, und die setzen auch keine Amputationssäge wirklich auf einem Schweinebein an. Ach so, ist das entstanden. Okay, da habe ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ich bin da nicht so, aber das war schon ganz schön fies. Oh, ich war schon mal bei einer echten Amputation dabei. Ist cool. Okay. Wenn man nicht amputiert wird, wahrscheinlich schon. Ich habe schon mal ein Schwein geschlachtet. Zählt das? Immer. Immer. Ach, hast du wenigstens was zu essen? Mal amputieren nicht? Solltest du etwas nicht? Also. Gut, machen wir weiter. Ja. Was mir aufgefallen ist, das ist auch in der Serie, aber im Film ist es, finde ich, noch ein ganzes Stück heftiger. Alter Schwede, ist das sexistisch. Mhm. Ja. 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 Absolut. Ich habe hier auch dahinter stehen meine Notizen schlecht. Also. Ja, das war also dieser klassische 70er-Jahre Humor. Also das hat bei mir auch nicht mehr so eingeschlagen. Ja, wobei es mich wundert, dass die Ladies das an der Stelle so parieren, wenn die da fürchterlich unangenehm auf sie zutreten, dann hat man nicht irgendwelche verschreckten Mädels da, sondern welche, die das wollen offenbar. Ja. Das war in den 70ern war das ganz normales Gehabe, so, auf das man mit einem ich wackel tatsächlich mit meinem Hintern, wenn mir jemand hinterher pfeift, reagierte. Na, ich glaube tatsächlich, also ich gebe euch natürlich recht, natürlich ist es sexistisch, natürlich wird das auch in der Serie weitergehen. Hm. Aber ich glaube, man muss es tatsächlich auch so sehen, alleine die Tatsache, dass dort die Frauen ja durchaus auch eine relevante Rolle haben und auch in ihrem Status ja auch eine gesellschaftlich wichtige Rolle haben, ist, glaube ich, für die Zeit, in der es entstanden ist, auch schon nicht unbedingt selbstverständlich für das Fernsehen. Ich meine, wenn man da so die Konkurrenzserien anguckt, da war es halt die klassische Hausfrau, die Familienserie und so weiter, wo das Familien- und Weltbild noch viel ekliger war, finde ich.
Ja, was man aber auch generell sagen muss, im Film ist das viel deutlicher, in der Mesh sind die Bullies die Helden. Weil das sind eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, gerade im Film, was die da zum Beispiel mit Major Houlihan machen, das grenzt schon am Psychoterror. Ja, also das habe ich ja auch als nächstes in der Liste zu stehen. Das ist schon echt übel. Und also jetzt nicht nur in Anführungszeichen bei ihr, sondern auch so, wie so mit körperlicher Unversehrtheit umgegangen wird, ja. Dass da Leuten dann mal eben so eine Spritze gesetzt wird mit irgendwelchen Mitteln oder halt irgendwie dem einen da in Seoul, diese Lachgasmaske aufgedrückt wird und so. Alter, das ist Körperverletzung, ja. Und das Ganze ist im Originalbuch von Richard Hooker sogar noch schlimmer. Also da kommt diese Duschszene nicht vor mit Houlihan. Stattdessen schnappen sie sich da jemanden, den sie nicht leiden können, kreuzigen ihn und drohen ihn anzuzünden. Ah gut, das hatte ich schon. Ich bin im Buch nämlich noch nicht ganz durch. Ich bitte nicht so stark spoilern. Aber im Buch ist es auch so, dass Houlihan ja auch gar nicht bis zum Schluss da bleibt. Die lässt sich ja nicht vom Duke bürsten. Im Buch ist einiges anders, auch mit Frank und so weiter. Ja, oder ich sage halt nur Trapper-Jesus. Ja. Aber vielleicht kommen wir zu dem Buch irgendwann ein anderes Mal, weil es gibt ja nicht nur ein Buch auch. Ich glaube, da können wir eine schöne Folge auch mal. Aber nur ein gutes. Ja, das ist Müll. Leider. Der Rest ist Müll. Aber um da den Bezug mal kurz wieder herzustellen, der Film hatte mich also dermaßen unterwältigt, dass ich dann also nochmal dann auf der Wikipedia-Seite dazu gelesen habe, dass weder der Autor der Drehbuchvorlage noch der Buchautor mit der Umsetzung zufrieden waren. Ja, da habe ich andere Quellen. Ja, also ich las es so, also vielleicht habe ich mich auch vertan. Jedenfalls hat es dafür gesorgt, dass ich mir dann noch das Buch organisiert habe und ich muss sagen, das finde ich um Längen besser. Also was ich habe... Aus verschiedenen Gründen. Ich habe über, wie hieß er nochmal richtig... Dr. Richard Hornberger, dass er wirklich mal in diesem Film war und dass er von der Kinoversion hochgradig begeistert war, vor allem was die Schauspiel anging, bloß er hasste die Serie. Gut, dann also die Serie habe ich das vielleicht in Wikipedia falsch aufgefasst, aber ich bin jedenfalls froh, dass ich mir das Buch besorgt habe. Es ist einen Tacken besser als der Film und hat für mich auch mehr das Gefühl, was ich immer bei der Serie hatte, so hervorgerufen. Mich da auch gerade so interessiert hat. Nämlich, obwohl der Film an sich blutiger ist, man sieht mehr Blut und so weiter, ist da aber für mich jetzt bei den OP-Szenen und so weiter nicht diese Spannung, wie sie teilweise in der Serie ist. Und es ist auch nicht, finde ich, nicht ganz so gut gegenübergestellt. Also das fand ich an der Serie so schön, dass zuerst irgendwelche fröhlichen Irrsinnigkeiten passierten und mittendrin schreit einer Hubschrauber und 2 Sekunden später stehen die alle da und oh Gott, die Milz! Genau, da bin ich auch komplett auf deiner Seite, was mich an dem Film stört, obwohl ich ihn eigentlich ziemlich gerne mag. Es ist halt für einen Film viele, viele, viele Dinge quasi komprimiert in eine Sache gepresst. Und ich glaube, das schadet dem Ganzen mehr, als dass es ihm gut tut. Aber was mir hier vor allem fehlt, ist wirklich die menschliche Seite noch so ein bisschen. Man hat hier halt wirklich, wirklich das Gefühl, dass es... in erster Linie wirklich nur die Bullies die Helden sind und man eben mit diesem obligatorischen Humor an die Sache rangeht. Aber die eigentlich viel tiefer sitzenderen Sachen, die eben diesen Galgenhumor ja auch erklären würden, die werden hier für mich noch ein bisschen zu sträflich vernachlässigt. Ja, die Schwere fehlt. Genau. Ja, und es gibt auch keine Charakterentwicklung. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von Episoden. Ja, aber das ist im Buch auch so. Ja, genau. Das ist in der Serie auch jetzt nicht viel besser, aber doch, da sieht man im Laufe der Jahre dann doch einiges, wie sich Charaktere weiterentwickeln. Definitiv, definitiv. Das ist auch ein bisschen wie damals so Buchverfilmungen halt oft gemacht worden. Es gibt eine Hornblower-Verfilmung des Teufels Admiral, die ist halt exakt genauso. Die bricht auf der Mitte ungefähr einfach um. Die ist auch ungefähr aus der gleichen Zeit. Und dann passiert halt irgendwie eine völlig andere Story, wo die gleichen Leute wieder auftauchen. Die ist dann aber auch 3 Jahre später oder so. Und das war halt einfach, wie man viele Filme damals gemacht hat. Das ist natürlich Storytelling-mäßig halt ganz großer Mist, ja. Ja. Wie würdet ihr denn vorgehen? Wollen wir durch die Szenen einzeln durchgehen oder wollen wir wirklich erstmal über die Charaktere reden, die wir hier kennenlernen? Ich denke mal, vielleicht mal die Charaktere, weil wir ja auch da Charaktere drin haben, die es in der Serie gar nicht gibt oder die sich zur Serie unterscheiden, oder? Genau. Mhm. Und da lernen wir gleich zu Anfang Hawkeye Pierce kennen. Und Hawkeye wird uns natürlich auch in späterer Rolle, mit einem anderen Schauspieler, aber in seiner Rolle auch weiter durch die Serie begleiten.
Wie findet ihr ihn denn im Film umgesetzt? Ach, schwierig. Ich finde durch die Bank alle Charaktere schwächer als in der Serie. Ja. Also Donald Sutherland ist ein guter Schauspieler, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber in dieser Rolle, also ich habe Probleme, die Hauptrollen auseinanderzuhalten, weil sie alle schnoddrige und sympathische Typen sind. Mhm. Auf jeden Fall. Der eine hat doch einen Bart und die anderen nicht. Er bleibt ja, eindimensional. Das ist ja eine Sache, warum sie, oh, jetzt kriege ich die Namen durcheinander, in der Serie später den zweiten anderen Doktor ja reingebracht haben, der ja im Gegensatz zu den anderen halt wirklich seiner Familie treu ist und oder seiner Frau treu ist und ja halt eben dann doch anders ist als Hawkeye Pierce. Vorher war, jetzt sind BJ Honeycutt und das ist der zweite und den ersten. Genau. Der erste ist der Trapper John. Trapper John, ja, der ist ja auch in dem Film schon, genau. Und genau, Trapper John ist im Prinzip genau der gleiche Charakter wie Hawkeye Pierce, ja. Liegt aber auch daran in der Serie, es ist ja so, dass sie sich im Film und im Buch das beide untereinander aufteilen. Und auch die ganzen Eigenschaften, die Trapper im Buch hat, wurden in der Serie Hawkeye Pierce zugeschrieben. Deswegen hat sich ja auch der Schauspieler da irgendwann verkrümelt, weil er keinen Bock mehr hatte, nur Stichwortgeber zu sein. Weil er war belanglos. Der hat ja seine eigene Serie gekriegt. Aber glaube ich auch wieder ein anderer Schauspieler. Ne? Ja. Aber wer wirklich aus der Reihe ein bisschen raussticht, finde ich, ist Vader. Und Vader ist für mich natürlich auch in der zukünftigen Serie mein absoluter Lieblingscharakter. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mhm. Ja, der einzige oder einer der wenigen, der in Buch, Film und Serie auftaucht und vor allem der einzige, der von dem gleichen Schauspieler gespielt wird in nicht Buch, aber Film und Serie. Also der Gary Berghoff. Der übrigens heute immer noch aussieht wie Raider. Also. Ja. Und ich fand es sehr schön, das Einzige, was er vor der Serie so großartig gemacht hat, war ein Broadway-Musical oder ein Off-Broadway-Musical, You're a Godman, Charlie Brown, und er hat die Charlie Brown gespielt. Oh, das kann ich mir so gut vorstellen. Wie geil ist das denn? An dieser Stelle liebe Grüße an den OV-Podcast. Dankeschön. Wobei der dann auch eins der interessantesten Charaktergefälle hat, finde ich. Also im Buch ist er noch eine Nummer schärfer als dann im Film. In der Serie wird er dann noch mal ein bisschen treudover. Aber das ist jetzt für später. Ja, das entwickelt sich ja auch wirklich über die ganze Serie hinweg. Genau, aber was ich halt bei ihm wirklich... Entschuldigung, Sven? Ja, hau raus. Was ich halt bei ihm wirklich mag, ist wirklich diese... Ja, diese inhärente Unschuld und dieses eigentlich gehört der arme Kerl doch da gar nicht hin und man findet ihn toll, man hat gleichzeitig Mitleid mit ihm. Ich meine gerade zum Beispiel diese Szene bei dem Footballspiel dann, als er mit so in dieser Umkleide und die anderen ihn alle schikanieren von der gegnerischen Mannschaft und so. Man hat völliges Mitleid mit dem armen Kerl. Und man wird sich, glaube ich, da auch erst bewusst, wie jung die Leute alle sind, die da in diesem Krieg verheizt werden. Davon abgesehen ist er ja der einzige nicht austauschbare im Mesh. Also es können alle anderen gehen. Der Kommandant kann wechseln, die Ärzte können alle gehen. Ich sag mal, für die Story wäre es schlecht, wenn Hawkeye Pierce gehen würde. Aber der einzige, ohne den die ganze Bude zusammenbrechen würde, ist Radar O'Reilly. Und es gibt da, glaube ich, auch in der Serie eine Folge, wo er mal nicht da ist und wo genau das passiert. Ja. Naja, er ist ja dann später aus der Serie rausgeschrieben worden und es gab ja dann doch einen guten Ersatz, aber das ist eine Figur, die nicht im Film kommt, da kommen wir später zu. Genau, den alten Kamelhändler. Ja, bis dahin haben wir dann ja auch noch irgendwie, ich weiß nicht, 10 Staffeln Zeit, also. Nein, und was ich halt an Vader immer fantastisch finde, ist halt, es kommt auch, wird auch im Film jetzt schon angedeutet, dass er halt wirklich quasi die Sätze vom Commander schon sagt, bevor er sie ausspricht. Also tatsächlich, dass er wirklich eigentlich derjenige ist, der im Geheimen dieses Camp leitet und die anderen nur die Stichwortgeber für ihn sind im Prinzip. Ja, es gibt im Buch eine Szene, wo dann zum Beispiel geschrieben wird, er hört ein Gespräch zwischen dem Colonel am Telefon und dem 1000 Meilen entfernten General mit. Die beiden kommen, also das ist so ein bisschen mystisch. Ja, es wird immer wieder so angedeutet, als hätte er übersinnliche Fähigkeiten, gerade mit diesen Vorahnungen, wenn die Hubschrauber kommen oder sowas. Ja, deswegen zum Beispiel auch in der ersten Diodette-Folge wird das sehr lustig genommen. Deswegen ja auch Raider. Aber das muss ich nochmal sagen, ich habe ja auch jetzt den Film in der deutschen Synchro geguckt
Oh mein Gott, erstmal, okay, er wird Radar genannt, aber ich finde auch die anderen Namen etwas komisch ausgehen. Wie hieß er dann noch? Ja, genau, also Spear Chucker Jones wird wortwörtlich übersetzt mit Speerwerfer Jones. Ja, aber so. ich meine auch sowas wie... in meiner Übersetzung als Speerschleuder, was ich... Ja, oder Schleuder. Aber ich meine auch sowas wie Masch, wir fahren ins Masch. Ja. Oder Mac... wie hieß er nochmal? Hoolihan. Mac Entire. Oh, das hat sich bei mir immer... Ja, aber das McIntyre, das ist in meinem Kopf tatsächlich, das gehört so. Ja, nee. Du, dein Kopf ist aber auch genau so ein beängstigender Ort wie mein Kopf, also von daher. Nur kleiner. Ich hatte ohnehin hast du mich gerade dickköpfig genannt? Ja, nehmen wir so. Aber es scheint tatsächlich mehrere Übersetzungsversionen zu geben. Denn bei mir ist es definitiv so, dass Raider ausgesprochen wird. Es kommt darauf an, wer den Namen ausspricht. Das ist tatsächlich inkonsequent im Film. Und, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe sowieso Probleme mit der deutschen Fassung gehabt. Also die englische ist extrem vernuschelt, aber die deutsche ist nicht viel besser. Also ich bin sehr, sehr froh, ihn auf Englisch geguckt zu haben und nur auf Englisch geguckt zu haben, wenn ich das so höre. Und ich muss sagen, ja, die ist ein bisschen vernuschelt. Ich gucke nur auch eigentlich alles auf Englisch, was nicht bei drei auf dem Baum ist und eine englische Spur hat. Also was original im Englischen ist. Und da habe ich da ganz gut reingehört. Es gibt aber vor allem auch so Massenszenen, wo alle wirklich durcheinander reden. Ja, genau. Und der Anfang. Ich habe den Anfang versucht, auf Englisch zu gucken. Und da geht es ja auch drum, dass sie übereinander reden und keiner so wirklich zu Wort kommt. Aber das habe ich dann beschlossen, muss ich nochmal auf Deutsch sehen, sonst verstehe ich gar nicht, was da jetzt los ist. Ja, du hattest irgendwie sowas in unserem Side-Channel-Chat hier geschrieben. Und in der Szene habe ich auch gedacht, das meinte sie. Okay, ja gut, verstehe ich. Das ist echt, aber da versteht man halt auch nichts. Das ist aber genauso gedacht. Ja, aber genau die Deutschen verstehst du wenigstens noch, um was es überhaupt geht. Das war auch so ein Stilmittel, das Robert Altman da angewandt hat, dass wirklich im Hintergrund immer irgendwer irgendwas redet und man dadurch abgelenkt wird. Ich finde es tatsächlich sehr ablenkend, also mich stört es ein bisschen. Aber kommen wir doch jetzt mal zum nächsten Charakter, den wir da noch antreffen, den Duke. Der Duke. Ja, geiles erstes Aufeinandertreffen. So dieses Hawker Pierce steht da rum und hat eigentlich nichts Böses getan, außer seinen Scheiß irgendwie auf den Jeep zu legen. Und kriegt dann erstmal einen Einlauf von diesem Master Sergeant. Warum auch immer, fragt er sich wohl auch. Und seine Reaktion ist, das Scheiß auch noch zu klauen. Super. Wobei Lion. Ja, man kann sagen, die Erklärung von ihm ist, er würde nie Autos klauen, das geht auch nicht drüben. Das kommt ein paar Szenen später. Ganz am Ende ist ja auch diese wunderschöne Szene. Hat er gerade das Auto geklaut? Nein, das war das Auto, in dem er gekommen ist. Yes, genau. Super. Und natürlich weiß Raider noch, welches das Auto war, in dem er damals gekommen ist. Logisch. Und ja, die haben ja auch auf Anweisung des Colonels eben die Beschriftung geändert. Ne? Richtig. Ja. Du hast es nicht geklaut? Okay, übermal mal eben. Und gerade diese Szenen haben sich für mich so richtig wie die Serie auch angefühlt. Die waren sehr lustig. Also da hatte ich richtig Spaß dran. Genau. Und der Typ. Also, tatsächlich diese ganzen Szenen, wo der Army-Alltag und auch diese ganze Bürokratie und der ganze Dreck, der damit zusammenhängt, thematisiert wird, die haben sich bei mir auch wirklich wie in Versailles angefühlt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, man muss halt sehen, wie man und wo man bleibt, ne? Ja, und wie gesagt, der Duke, der ist ja halt auch wirklich, also im Buch finde ich noch schlimmer, es ist so ein richtig fieser Südstaatler. Und zum Schluss kriegt man auch ein bisschen mit, ein bisschen Rassist. Ja, das ist ja gerade im Film in der Szene, wo dann halt der Spearchucker dazukommt. Genau. Ja, sagt, jetzt muss ich schon mit euch Yankees mich herumschlagen und jetzt noch auch mit einem von denen. Wobei ich hier die Reaktion von Hawkeye ganz fantastisch fand, denn er schubst ihn ja mehr oder weniger einfach kommentarlos um. Ja. Genau. Wenigstens das, ja. Hätte fester schubsen können. Aber allgemein, Hawkeye ist ja in der Beziehung sowieso recht deutlich in seiner Einstellung, was ich sehr gut finde. Denn diese Diskussionen werden wir ja in der Serie auch öfters mal führen. Definitiv. Und das ist auch etwas, was dem Autor nicht gepasst hat. Der hat in späteren Büchern Hawkeye auch zu einem ziemlich sehr, sehr unsympathischen und auch sehr rassistischen Menschen gemacht, weil ihm dieser liberale Serien-Hawkeye einfach zu weit ging. Ja, zum Glück ist der Autor tot. Also ich meine jetzt die Dead-Author-Hypothese. Natürlich meine ich das so und nicht anders.
Okay. Ja, aber wie gesagt, wir werden auch noch andere Charaktere kennenlernen. Und wo wir gerade die Diskussion wegen den Übersetzungen hatten, würde ich sagen, gehen wir mal auf Margaret O'Hulihan. O'Hulihan? Sie wird da sein. Und das fand ich in der deutschen Version ziemlich grandios und besser als in der englischen Version. In der deutschen Version wird sie bezeichnet als: Sie sind eine wandelnde Dienstvorschrift in Weiberkleidung. Ja. Und die englische Version dazu ist relativ trocken. Das ist a typical uptight career army clown. Also da fand ich die deutsche Version doch schöner. Ja. Die ist generell schön. Die haben auch nicht immer versucht, wortwörtlich zu übersetzen, sondern ein bisschen die Stimmung. Ich sag mal, dieser Spruch mit dem, das grenzt an Kulturbolschewismus, der kommt im Englischen so auch nicht vor. Das ist auch die gute alte Zeit, wo die Übersetzungen dann oft auch wirklich noch besser waren als das Original. Ich sag jetzt mal nur A-Team. Das A-Team ist im Original nicht lustig. Ja, das ist traurig, wenn man das hier im Original anschaut. Ich sage nur Erik der Wikinger. Der Film ist überall bis auf Deutschland ein Flop gewesen. Es gibt sogar Leute in England, die sagen, wenn ihr Deutsch versteht, guckt ihn euch nicht in eurem Original an, guckt ihn auf Deutsch. Der Film ist an sich richtig scheiße. Und dann haben sie gesagt, okay, der Film ist so schlecht, dann machen wir eine ganz schräge Synchro drauf. Ja, das ist so das Rainer Brandt-Motiv. Das ist genau wie bei Serien wie Ein Käfig voller Helden oder auch die zwei mit Roger Moore. Oh, ja. Sie sind auf Deutsch erheblich lustiger als im Original. Erheblich. Und sämtliche Filme mit, wie heißen sie, Mensch, verdammt nochmal. Bud Spencer, Terence Hill, natürlich, ja. Also ich verstehe nicht sonderlich viel Italienisch, aber um gelegentlich mal die Tonspur umzuschalten, reicht es dann halt schon. Und ja, also das ist im Original wirklich echt langweiliger Kack, ja. Wie steht ihr denn zu Margaret an sich? Ich glaube, ich mag sie. Sie ist halt mit Absicht ein speziell im Film jetzt, ein sehr unsympathisch gezeichneter Charakter, alleine ja schon durch ihre und Franks, nennen wir es jetzt mal Beziehung, die sie ja irgendwie dann noch in den Szenen, wo sie dann übereinander herfallen, sich darüber, das kommt ja auch in der Serie mehrfach vor, irgendwie, diese Tiere, widerlich. Und dann beißen sie sich gegenseitig in der Hals. Ja. Frank, küss meine heißen Lippen. Welche Lippen meint sie? Das fand ich übrigens auch echt fies, dass sie dann im Film weiter Hot Lips genannt haben, während in der Serie ja an der Stelle lange, lange unklar bleibt, wo sie diesen Spitznamen her hat. Den hat sie halt einfach und alle benutzen den und sie sagt da auch nichts zu. Aber ja, dass das ja irgendwie dann mit ihrer Ami-Vergangenheit zu tun hat und naja, gut, das kommt ja dann. Ich muss auch mal sagen, dass meine Erinnerung mich trügt, aber ich habe die Film-Hulien auch jetzt ganz anders erlebt, als ich die Serien-Hulien in Erinnerung hatte. Bleibt zu sehen. Ja, ich finde, die Serien Houlihan ist deutlich überzeichneter. Also sie ist halt wirklich ein Army-Mensch. Und sie stört das, dass das halt dieses Verhalten dort, dass es alles unmilitärisch ist. Aber sie kriegt ja halt irgendwann halb Nervenzusammenbruch, als sie ja unter der Dusche da bloßgestellt wird. Marschiert zum Commander und dann heißt ja, entweder werden jetzt festgenommen oder ich gehe. Ja, dann gehen sie doch einfach. Und dann dreht die komplett durch. Und ein paar Szenen später lässt sie sich vom Duke durchbügeln und ist plötzlich Fan von denen und zieht mit. Also, Cheerleaderin beim Football. Ja, das fand ich so ein bisschen inkonsequent. Film kommt's komisch, aber in der Serie halt eben so diese, dass sie halt zwiegespalten ist. Auf der einen Seite halt diese Liebe zu Fortschriften und Organisationen und das auf der anderen Seite aber irgendwie dann ja auch immer, wenn es hart auf hart kommt, mit dabei ist. Richtig. Ist und schwierig, muss man nochmal sehen, wie sich das entwickelt. Genau, also im Film fand ich sie nicht so toll. Genau, in der Serie hat sie mehr Zeit, sich das zu entwickeln. Das, finde ich, ergibt viel mehr Sinn. In der Serie ist sie ein sehr viel coolerer Charakter, einfach dadurch, dass sie, wie soll man das sagen, dass diese wechselnden Allianzen halt da sind und dass sie im Prinzip auf ihrer eigenen Seite steht. Und das ist oft die Seite von Frank Burns, aber lange nicht immer. Und in der Serie weiß sie, dass Frank Burns zwar die richtigen Eigenschaften hat, von wegen, dass er tut, was sie will und dass er sich an die Vorschriften hält und so weiter, aber sie weiß, dass er ein mieser Chirurg ist. Und dass sie das im Film nicht rafft, was ja nun eigentlich offensichtlich sein sollte. Entweder hast du es drauf oder hast du es nicht drauf, ja? Genau, und sie ist auch in der Serie ein viel stärkerer Charakter, also. Ja, aber sie hat da auch 11 Jahre Zeit, sich zu entwickeln und sie kommt ja im Film wirklich nicht sehr viel vor.
Genau, aber ich finde halt auch persönlich, dass sie im Film wirklich einfach nur nervt. Selbst in den Szenen, wo sie sich mal engagiert, das wird ja dann auch kommentiert, als sie eben bei diesem Footballspiel da auf Cheerleader macht und plötzlich für die falschen Leute jubelt. Und einmal gibt es eine Szene, wo eben der Schuss fürs nächste Inning oder wie auch immer man es beim Football nennt, und sie dann auf einmal, oh Gott, sie haben ihn erschossen, und alle sie nur noch anschnauzen. Also sie ist im Film wirklich echt nur noch anstrengend. Da muss ich zurückspulen, das habe ich erst gar nicht kapiert, was da los war. Das war so, hä, was hat die denn jetzt? Wobei ich es ganz lustig fand, dass sie immer wiederholt hat, was der Colonel gesagt hat. Aber es gibt auch noch zu dieser Szene mit der Dusche, wenn die gesamte Mannschaft ihr einen Streich spielen und das Zelt der Dusche hochheben, während sie drunter ist, gibt es noch eine lustige Anekdote vom Dreh. Also die Schauspielerin war da ein bisschen skeptisch und man hat es dann so geplant, dass wirklich nur Kameramann und Regie und sowas vor Ort sind. Und sie hat vorher wohl mit Gary Burgdorf, also mit Raider, darüber geredet. Und als das dann gedreht wurde und das Zelt hochging, muss Burgdorf neben der Kamera gestanden haben, nackt. Und sie war komplett, sie war so hin und weg. Wie großartig ist denn bitte der echte Raider, hallo? Wirklich. Also mir tat diese Szene wirklich körperlich weh. Ich habe das echt gesehen und habe gedacht, alter Schwede. Ich meine, mir war schon klar, dass sie das sehr, sehr hoffentlich spielt. Aber dieser Terror, ich meine ganz ehrlich, wenn ich da im Duschzelt nackt gestanden hätte, dann hättet ihr halt noch irgendwie meinen Stinkefinger zu sehen gekriegt. Und irgendwie, ich hätte da wahrscheinlich einen Moonwalk hingelegt. Ja, also mir ist das ziemlich egal, ob mich irgendwer nackt sieht. Ich finde das eher witzig. Das ist jetzt aber auch das Sendungsbewusstsein eines mittelalten weißen Mannes, ja. Ja, aber das kommt da dazu. Aber was ich an der Szene interessant fand, ist, obwohl man sie nun wirklich nicht sympathisch finden kann, egal wie sehr man sich Mühe gibt, man kann sie im Film nicht sympathisch finden, aber in der Szene hat man ernsthaft Mitleid mit ihr. Ja, das war wirklich böse, ja. Das Zweite, was ich interessant fand an dieser Szene, ist, dass sich alle Weiber im Camp mit an der Sache beteiligen. Ja, genau. Das fand ich auch interessant. Also, ja, wobei beteiligt waren die nicht. Als es dann in Richtung Dusche ging, hat man mitgekriegt, wie die alle mit irgendwelchen Vorwänden die eine oder andere links rausgezogen haben. Hier, die Fotos von meinen Kindern sind da. Hör mal, kannst du mal meine Uniform? Ja, aber die Mehrheit saß, hat sich teilweise richtig mit davor gesetzt und hat applaudiert. Also Komplizenschaft kann man das auf jeden Fall. Ja. Es waren nicht nur die gemeinen alten weißen Männer, es waren auch die gemeinen alten weißen Frauen dabei. Und hier, und das finde ich, wie gesagt, ich gebe euch vollkommen recht, das ist sexistisch und alles, bin ich voll bei euch. Aber ich glaube tatsächlich, dass man hier wieder reinlesen kann, man mobbt oder hänselt oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sie nicht als Frau, weil die anderen Frauen kriegen halt auf den Arsch geschaut und so weiter. Das ist also schlimm genug, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, sie wird tatsächlich deshalb so böse verarscht und so hart drangenommen, in ihrer Funktion als der Paragraphenreiter, der sie ist. Und dieses Vorgesetztentum in Rolle einer Frau ist dann in dem Sinne schon fast wieder eine Adlung, die du, wie gesagt, in der Zeit so auch nicht hast. Aber da muss man auch sagen, die Szene davor, wo sie diskutieren, ob sie eine echte Blondine ist, ja, wir werden sehen, das wirft schon wieder ein anderes Licht drauf. Ja, da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Ja, muss ich sagen, gehe ich auch nicht mit. Also das ist schon, boah, ey. Also, ich weiß nicht, auch die Szene, wo sie und Frank dann da zugange sind mit dem Mikrofon, was sie da runterschalten. Und es ist im ersten Moment klar, dass sie es auf die PA schalten, ja. Wo ich auch gedacht habe, okay, auf der einen Seite Father Mike Kay, über den wir gleich ausführlich reden müssen, übrigens mein Lieblingscharakter in der Serie, witzigerweise. Der ist in der Szene großartig, aber das ist halt auch so fies, ja. Das ist so übel. Auf der einen Seite halt irgendwie die Doppelmoral, dass sie allen anderen vorwerfen, was sie selber tun. Ich will es nicht sagen, dafür hätten sie es verdient, weil sowas hat niemand verdient. Aber es ist auch echt übel. Ja, das kann man doch nicht machen, Freunde. Also ich muss sagen, diese Szene fand ich noch diskutabler als die Duschszene. Weil da ist es halt wirklich für mich wirklich diese Doppelmoral und ihre eigene Verlogenheit in die Fresse schlagen. Und ja, nicht nur ihr, sondern auch Frank. Natürlich hat es im Zweifelsfall für die Frau eher Konsequenzen, darüber brauchen wir auch nicht reden. Aber das fand ich noch eher vertretbar als diese Duschszene. Okay. Ja, reden wir doch dann als nächstes erstmal direkt über Frank, wenn wir schon bei dem sind. Er ist ja im Film eigentlich nur sehr kurz dabei, gespielt von Robert Duvall. Wie fandet ihr denn den Frank im Gegensatz zu dem, den wir dann in der Serie kennenlernen?
unsympathischer. Deutlich angenehmer persönlich. Er ist zwar auch echt anstrengend und nervig, aber zumindest so, also mir ist jetzt gerade keine extrem rassistische Sache in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es euch da anders? Ich hätte das jetzt blasser genannt. Er ist blasser. Kälter. Genau. Er ist kälter. Also der in der Serie wirkt auch mal verletzlich, der ist auch eher das Opfer und zeigt halt auch mal andere Seiten. Okay, es ist halt die Serie, aber im Film ist er wirklich nur kalt. Auch ein beschissener Chirurg, aber wie gesagt, in der Serie wird er eher lächerlich gemacht und hier gibt er einfach irgendeinem Kind die Schuld, sie haben ihn umgebracht. Genau. Als der eine ihm angeblich die falsche Nadel bringt, aber der Bub ist schon ein paar Sekunden tot. Es ist also er wirkt deutlich unsympathischer, weil ihm so dieser Gegenpunkt fehlt. Er ist einfach nur ein Arsch. Er ist übermäßig patriotisch und er ist übermäßig christlich und leider nicht auf die gute Art und Weise. Ich weiß nicht. Ja, das hat man, also im Buch gibt es zwei Figuren. Die eine ist diese übermäßig christliche Figur. Das ist auch die, glaube ich, gekreuzigt wird dann. Und, nee, das war der evangelische Standort Geistliche. Ah, stimmt, ja, genau. Ich komme mit den ganzen Figuren durcheinander. Und Frank Burns, und die hat man halt im Film zusammengelegt, damit man nicht noch mehr Figuren hat. Deswegen haben sie hier Frank auch so einen Überchristen werden lassen. Schön fand ich hier übrigens in dem Kontext auch dieses Gespräch am Anfang. Was denn das für ein Syndrom? Hatten Sie diesen religiösen Tick schon in der Heimat oder haben Sie den aus dir gekriegt? Die Unterhaltung fand ich ja genial. Ja. Ich war da echt überrascht. Also ich meine, das war natürlich die Zeit, so Hippies und so weiter und so fort, aber für einen amerikanischen Film so, ich sag jetzt mal, antichristlich, antireligiös zu sein, boah, ja, ganz schön heftig. Ja, wobei antireligiös würde ich es nicht mal nennen, sondern einfach so, ja, antimilitärisch. Und das ist in der Zeit ja auch schon eine Sache für sich. Ich meine, wie gesagt, wir reden hier von einer Zeit um Vietnam und das Trauma sitzt noch tief und so weiter. Aber ja, das Trauma war noch voll im Gange. Vietnam müsste noch gelaufen sein, auch als der Film losging. Ne? Genau. Aber ich glaube tatsächlich, dass eben wirklich dieser Hint auf: Bist du jetzt auf einmal gläubig, weil du so tief in der Scheiße steckst, oder warst du schon immer? Das werte ich weniger als Religionskritik, als Kritik an dieser ganzen Scheiße, in der sie sich befinden. Ja, okay. Ich habe das einfach nur als Provokation ihm gegenüber gewertet, ich weiß nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich so der Vorzeige-Atheist bin, also ich habe mit Religionskritik jetzt sehr wenig Probleme, von daher, ich fand es halt einfach bemerkenswert, dass sie da diesen betenden Frank Burns und ich sag mal, Religiosität und Patriotismus sind in den USA ja nun auch eine Kombination, die oft vorkommt. Von daher sehe ich da jetzt gar nicht so den großen Widerspruch, aber dass sie da... Nein, Widerspruch auch nicht, um Gottes Willen, bin ich wohl bei dir. Gerade in den Korea- und Vietnamkriegen war es ja auch speziell so ein Ding, dass man halt den gottlosen Kommunisten Einhalt gebieten muss. Ich glaube, es war auch in der Zeit des Koreakriegs, als sie halt angefangen haben, in God We Trust auf das Geld zu drucken. Das war nämlich vorher guter nicht Punkt, drauf. Ja. Mal zu zeigen, nein, wir hier sind auf Gottes Seite und müssen deswegen in der ganzen Welt alles, was irgendwie einigermaßen rot ist. Aber tatsächlich als Religionskritik finde ich noch viel interessanter, dass Frank so gezeichnet ist, wie er gezeichnet ist. Eben mit seiner ganzen, ja, er betrügt ja seine Frau, er ist verheiratet und so weiter und so fort. Und er ist eben nicht, alle Gottesgeschöpfe sind gleich, sondern er ist eben der Rassist, wobei das im Film nicht so extrem durchkommt. Aber ich glaube, das ist die viel härtere Religionskritik an der ganzen Sache als dieses Gespräch. Er ist halt ein Scheinheiliger, wenn man es unterbricht. Ja, das trifft's. Das ist ein schönes Wort, ja. Was ja dann auch schön durchkommt, wie der Umgang mit diesem 16-jährigen Büchelchen, welches da irgendwie zum Getränkemischen abgestellt wird. Genau. Oh, Jun. Ja, wir könnten jetzt noch über viele andere Charaktere reden. Ich würde sagen, wir reden auf jeden Fall noch kurz über Henry Blake. Und wir sollten auch gerne noch über Father McKay reden. Genau. Und Trapper haben wir vergessen. Ja, zu Trapper gibt es halt, finde ich, im Film nicht viel zu sagen. Ja, das dritte halt Mal der gleiche Charakter. Genau. Genau das. Ja, im Buch hat er ein bisschen mehr Input, aber größerer Bart, kleineres Gemächt. dieser Schauspieler, ich habe mir überlegt, woher kenne ich den? Wie muss der ohne Bart aussehen? Ihr kennt ihn bestimmt. Elliot Gould, ja, natürlich. Das ist der Vater von Ross und Monica aus Friends.
Genau. Und er hat auch das Gesicht, das kennt man von überall her, er hat auch in der Oceans-Trilogie mitgespielt. Ja. Mhm. Alle möglichen. Ich hätte ihn nicht erkannt mit dem Bart. Nee, auch nicht. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, da habe ich gegoogelt. Ich dachte so, nein. Wie fandet ihr denn den Film Trapper im Vergleich zu Sire? Blass. Farblos wäre das Wort, das mir eingefallen wäre, ja. Er ist genauso wie Hawkeye und wie Duke, ist ein zynischer, weißer Chirurg, der seine Streiche spielt, der operiert und der keine Charakterentwicklung oder überhaupt Charaktereigenschaften hat. Das, was ihn quasi abhebt, die haben ja alle unterschiedlichen Background, das fehlt nämlich, dass er eigentlich aus einem guten, reichen Hause kommt, aus Boston. Es ist eigentlich ein Privilegierter, der keinen Bock darauf hat. Er ist quasi so kommt quasi aus ähnlichen Kreisen wie später in der Serie Winchester. Aber der ist einfach nur so, nee, leck mich. Ich hab keinen Bock drauf. Das ist das Einzige, was ihn so ausgezeichnet hat. Und das ist weg. Das wird dann nicht erwähnt. Hm. Ja, da zwei gute Szenen und die erste ist die mit den Oliven. So, wow, geil. Und die zweite ist die, wo Frank Burns in die Schnauze haut und das hätte auch jeder andere sein können. Ja. Das hätte jeder sein können. Aber die Szene, wo Frank Burns in die Schnauze haut, also das ist, weiß ich nicht, das ist noch nicht mal gut gespielt, dass er sich dabei wehtut, auf welche Weise und überhaupt. Ja, sowas tut weh. Ja, aber eben, das tut weh, das und nicht so. Also er steht da und, Schüttel seine Hand, ja, das kommt hin. Demnächst hören Sie den Schlägerei-Podcast mit Gerät. Okay, wollte gerade sagen, ich. Außerhalb der Faust. Aber jetzt. Ja. Was ich aber glaube, ist, dass der jetzt im Film so blass wirkt, weil es in der Serie ja auch so geschrieben ist. Ich glaube, die beiden sind sich auch nicht so unähnlich. Aber in der Serie haben die halt auch mehr Zeit, dass man so merkt, wie die beiden sich immer gegenseitig hochschaukeln. Ja, und vor allem in der Serie hat man doch auch tatsächlich etwas mehr Widerspruch zwischen den beiden. Also gerade was so die medizinische Ethik angeht und solche Dinge. Ich sag nur Stichwort Kommandanten kaputt operieren und solche Dinge. Das ist selten, aber es gibt in der Serie zumindest doch ab und zu mal Widerspruch zwischen den beiden. Ja, doch, die beiden streiten sich doch immer wieder mal. Und es gibt, glaube ich, auch eine Folge, wo Frank Burns dann darauf einsteigt und das irgendwie versucht zu nutzen, oder? Ja, ja. Und wir haben hier auch wieder wie bei Hot Lips eben einen Spitznamen, Trapper John. Das wird im Buch erklärt, warum der diesen Spitznamen hat. Das ist natürlich auch wieder so eine sexistische Sache. Im Film aber auch. Im Film auch, das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, er ist auf jeden Fall mal mit einer Frau auf einem Klo erwischt worden. Und sie hat behauptet, he trapped her. Deswegen ja. Trapper John. Im Englischen im Deutschen sagt sie einfach nur, huch, ich wollte mir eigentlich die Zähne putzen. Es war im Zug. Wieder so ein Fall von nicht ganz so guter Übersetzung. Ja, das lässt sich auch schlecht übersetzen. Ja. Dann würde ich sagen, reden wir doch über den Fasser. Wie wird der Name ausgesprochen? Ich kann es mir nicht merken. Ja, er ist ja auch hier noch ein anderer Schauspieler als dann später in der Serie. Aber wie findet ihr ihn denn in seiner Rolle? Toll. Super. Also, ich finde diese Unschuldigkeit auf alle sexuellen Dinge bezogen, finde ich einfach großartig gespielt. Und ich finde es halt toll, dass er dann auf der einen Seite zwar schockiert ist und das irgendwie überhaupt nicht seins ist und dass er dann nichts mit anfangen kann, aber das ist auf der anderen Seite nicht unmittelbar verurteilt. Also als die Krankenschwester mit Hawkeye da im Offiziersclub zugange ist und dann sie irgendwie seine Unterhose verliert und er die dann aufhebt und er dann wirklich verwirrt mit dieser und man so richtig sieht, wie er in einem Stummfilmartig fast mit dieser Unterhose hin und her läuft und die auseinanderfaltet und man so richtig sieht, wie ihm so langsam klar wird, was hier gerade passiert ist. Und dann so, das Ding dann irgendwie so beiseite wirft und weggeht. Toll, finde ich absolut großartig. Generell finde ich ihn halt fantastisch bezeichnet, so in seiner ganzen Art, auch später in der Serie. Er ist halt die Art von Chris, die ich Frank nicht abkaufe. Also er verurteilt halt niemanden, wirklich niemanden. Er ist auch später in mehr oder weniger allen Religionen so ein bisschen zumindest drin.
Also es gibt dann später in der Serie eine Szene, wo er zum Beispiel auch ein jüdisches Gebet betet für einen Patienten. Und er, was ich halt an ihm toll finde, ich glaube, er begreift sehr viele Dinge, aber er verurteilt niemanden. Und das finde ich an ihm ziemlich klasse. Aber ich glaube, er wird in der Serie auch von zwei Schauspielern gespielt. Ich glaube, die ersten Folgen ist es noch ein anderer. Genau. Ja. Die erste Folge nur. Achso, nur die erste Folge. Hat auch noch einen anderen Vornamen und hat da eigentlich gar nicht so einen präsenten Teil. Und der spätere, der war ja wirklich, ja, auch quasi, wenn Raider das gewiefte Hirn war, war er das Herz der Truppe. Er hatte nicht einen anderen Vornamen, die Reihenfolge der Vornamen war nur eine andere. Stimmt. Patrick Francis und Francis Patrick, ne? Ja. Wobei das in den Büchern auch noch teilweise nur mit ganz anderen Vornamen irgendwann läuft. Okay. Heißt er mit Vornamen nicht Vater? Entschuldigung. Ich finde den Weg zur Tür selber. Tschüss. Hier wird er gespielt noch von René Aubergenois. Ich habe extra nachgeguckt, wie man ihn ausspricht. Den kennt man vielleicht auch aus Star Trek Deep Space Nine, da hat er den Odo gespielt. Oder natürlich aus Boston Legal, der großartigen Serie. Mhm. Und er wird ja in der ersten Folge Serie dann von einem gespielt, der nicht bleiben durfte, weil der ist nicht schrullig genug gewesen. Vom Schrulligkeitsfaktor her, wie findet ihr da jetzt die Auswahl? Ja, er ist halt putzig in seiner Unschuld, aber das war's auch. Ja. Ja, aber das spielt René Aubergenois war einfach so schön. Der wirkt auch immer so ein bisschen verwandt. So, was mache ich jetzt? Ja. Hilfe. Also, in der Serie, der spätere, finde ich, wirkt halt etwas kompetenter in seiner ganzen Art. Ja, der wirkt so, als weiß er, was er tut und hält trotzdem die Fresse. Genau. Und das finde ich sehr gut. Der später in der Serie, der wirkt auch so, als ob er vor seinem geistlichen Amt auch mal was erlebt hat. Also, dass ihm das alles nicht fremd ist. Ja, da wiederholt er auch schon mal, ja, er ist zwar Priester, aber er ist nicht doof. Er weiß, was da abgeht und man sieht bei ihm halt später in der Serie und auch teilweise im Film so diese Erkenntnis, die sieht man bei ihm halt sehr schön äußerlich. Ne? Wenn ihm irgendwas klar wird, wenn er über irgendwas nachdenkt und so, das braucht kein Erzähler aus dem Off sagen, weil der Schauspieler es einfach transportiert. Ist so eine typische Art von Schauspiel, die auf der Bühne überhaupt nicht funktioniert, sondern nur mit einer Kamera, die nah dran ist. Ne? Mhm. Was ich hier an ihm noch interessant fand, ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber mich würde das ja als Chirurg völlig aus dem Konzept bringen, wenn da ständig ein Geistlicher rumsteht und fragt, ob wir jetzt Arbeit für ihn haben. Das finde ich eigentlich das Schnellste an ihm. Ist er schon tot? Oh, ist er schon tot? Naja, wenn man dann den Geistlichen als Seelsorger betrachtet und einen Arzt zu fragen, ob irgendwo jemand mit argen Problemen rumliegt, ist schon okay, oder? Ja klar, das würde mich halt als Arzt völlig nervös machen, wenn da einer sitzt mit der Uhr und wartet, dass mein Patient jetzt endlich stirbt, damit ich was zu tun habe. Okay. Und der Patient nur so, ich bin doch nicht tot. Genau, ich bin kerngesund. Möchte spazieren gehen. Ich habe jetzt gerade versucht, das in meinen Alltag zu übertragen und so überlegt, ich arbeite an so einer Roboterzelle irgendwie oder an so einem Schweißgerät und die ganze Zeit steht da einer rum so und kommt schon auf den Schrott? Nein, geh weg schon. Ja, das wird mich nerven. Und dafür, finde ich, gehen sie mit ihm extrem freundlich um. Ja. Oh. Was ich vorhin noch sagen wollte, ist, also dieses guter Christ, schlechter Christ, keine Ahnung, da habe ich keine Ahnung von, also kenne ich nicht, aber man hat bei ihm halt das Gefühl, er ist als allererstes Mal einfach ein guter Mensch, was auch immer das heißt. Ja. Und dann in zweiter Linie irgendwie geistlicher und daher erklärt sich das, glaube ich, auch. Wobei, das war übrigens gar nicht so unüblich. Ich habe vor einer Weile in San Diego die Midway besucht, den großen Flugzeugträger. Und da war dann also in der Kabine des Kaplans, da lag auch wirklich so ein großer Stapel Bücher, halt, also das waren keine echten Bücher, sondern es war so Museumsbücher halt, mit zu verschiedensten Glaubensrichtungen. Und dann war da halt gesagt so, naja gut, also für so einen Flugzeugträger verbrannt hatte man halt diesen einen Kaplan und der hat sich dann halt um alle religiösen Angelegenheiten gekümmert. Und in der Kapelle war dann halt auch irgendwie links so eine In Case of Judaism Break This Glass Box und auf der rechten Seite das gleiche nochmal für den Islam. Und dann haben die sich da halt reingefuchst und haben dann halt im Prinzip alle Rituale für alle, die da irgendwie vertreten waren. Genau, gemacht. Und solche Szenen wird er ja in der Serie dann auch wirklich öfters haben. Und das finde ich an ihm halt wirklich cool,
dass er da so völlig natürlich reinwächst. In dieser, ich sag mal, es ist ja auch eine extreme Situation für so einen Priester. Ich meine, so viel Arbeit hat er ja in der Heimatfront wahrscheinlich auch nicht. Und dass er da so völlig natürlich reinwächst und völlig natürlich damit umgehen kann, auch mit unterschiedlichen Religionen und auch völlig vorurteilsfrei herangeht, allgemein in allen Situationen vorurteilsfrei herangeht, das finde ich an ihm echt fantastisch. Also an dem Charakter habe ich sehr viel Spaß. Haben wir noch Charaktere, über die wir reden wollen? Blake hätten wir noch. Mensch, ich habe hier... Der ist im Vergleich zur Serie deutlich blasser, weil er hat kaum was zu sagen. Ja, da gebe ich dir recht. Was ich aber schön finde, ist, dass er hier auch gezeichnet wird, als er ist eben genauso Teil des Sauhaufens wie alle anderen auch. Also als dann Houlihan völlig frustriert und genervt in das Zelt rennt, um halt die anderen zu verpfeifen, verständlicherweise, und er liegt da halt mit der kleinen Blonden und säuft sich ein. Also eigentlich diese eine Szene hat den ganzen Charakter voll zusammengefasst. Ja, das stimmt definitiv. Das fand ich das einzig Gute an der Duschszene, wo sie da reinkommt und die sitzen da im Bett. Und so, es ist auch vollkommen klar, ja gut, ich brauche sie jetzt nicht verstecken, das wissen eh alle und es wissen auch alle, was hier los ist. Und wir ziehen uns jetzt mal die Decke irgendwie so weit hoch und stellen mal die Sektflasche irgendwie kurz an die Seite und hören uns das jetzt an und dann, ja, saufen wir uns halt weiter ein und dann bunga bunga, ne? Er kommt mir ein bisschen kompetenter vor als den Henry Blake, den wir in der Serie dann kennenlernen. Der Henry Blake in der Serie, der will ja einfach nur gar nicht da sein im Grunde. Und kann ich verstehen. Glaube, der Film Blake hat sich irgendwie arrangiert. Der ist dann ja auch Berufssoldat, also ist eh für immer da und versucht halt, das Mesh am Laufen zu halten und nebenbei, also ähnlich genau halt wie die Ärzte zu sagen, okay, ja, ich will hier meine Aufgaben erfüllen und ansonsten, wie gesagt, zack, Frau, Champagner, ab in die Kiste. Was mich hier interessieren würde, ich hab's gar nicht richtig in Erinnerung, ist Blake hier auch tatsächlich als Arzt in seiner Funktion im Film zu sehen? Nee, ne? Nee, der verwaltet halt, der ist halt leitender Offizier. Genau, denn in der Serie wird er ja dann später auch tatsächlich mit tätig als Chirurg. Er wird auch im Film als Karrierearzt oder sowas bezeichnet. Also er als Arzt aus Karrierezwecken sozusagen. Aber er ist nicht tätig. Nee, aber also es wird in der Funktion ja trotzdem beschrieben. Okay. In der Serie ist er ja sehr viel reflektierter auch über seine eigenen Fähigkeiten, wo er dann irgendwo auch mal sagt, so verdammt nochmal, ich bin irgendwie Landarzt, ich behandle irgendwie Fußpilz und keine Ahnung was und hin und wieder mal irgendwie einen tiefen Schnitt im Finger und das hier, da habe ich keine Ausbildung für, da habe ich keine Ahnung von, da habe ich kein Talent für, was soll der Mist? Genau. Was ich halt wichtig finde in dem Kontext ist für mich, diese ganzen Ausfälle von Trapper und von Hawkeye und so weiter und so fort, die werden ja legitimiert dadurch, dass sie gute Ärzte sind. Und dass sie eben mit allen anderen in diesem Dreck stecken. Und ihn aber gut meistern. Und wenn wir gleichzeitig Blake hier zeichnen als jemanden, der genauso Teil des Sauhaufens ist, der aber sich zumindest im Film selber noch nicht unbedingt die Hände schmutzig macht. Deswegen finde ich ihn im Film wesentlich schwieriger als in der Serie. Ja, geht mir auch so. Im Film bleibt da auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. In der Szene, als die das erste Mal da Ärger kriegen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Sache das war, wo er dann im Sumpf den einen dieser Ärzte zusammenfaltet. Also hör mal, eigentlich wollte ich dich zum Schichtvorsteher machen, weil ich dich da brauche, aber wegen dieser Aktion muss ich damit jetzt eine ganze Woche warten. Genau. Das bedeutet also, er weiß, dass er auf die Ärzte angewiesen ist, er will, dass der Laden läuft und weil die halt nun mal wichtiger sind als so eine Krankenschwester oder halt als ein schlechter Chirurg, lässt er denen halt auch einiges durchgehen. Und wo wir gerade sind bei eine ganze Woche warten, Henry Blake wurde hier gespielt von Roger Bowen, der starb am 16. Februar 1996. Und zwar genau einen Tag nach McLean Stevenson, der Henry Blake in der Serie gespielt hat. Deswegen hat seine Familie entschieden, die warten noch, bis sie das bekannt geben, weil sonst geht das unter in der Meldung, Henry Blake aus MASH ist tot. Ach, das ist heftig. Das ist bitter. Hey. In der Serie hat Henry Blake halt auf jeden Fall seine genialen Momente, die hat er im Film, ich weiß nicht, so Momente wie dieses,
Ach Gott, haben die den Jeep geklaut? Ja, dann machen wir neue Nummernschilder ran. So irgendwie diese total pragmatischen Lösungen, ja. Die hat er in der Serie ja, ich sag mal, in jeder Folge zweimal. Ja, und vor allem halt nicht. Und vor allem ist er halt auch in der Serie dann doch menschlicher. Also hier ist er einfach nur ein Chaot wie alle anderen. Und in der Serie hat er dann doch teilweise ja auch mal den Rat und auch mal eine väterliche Seite und so weiter. Das finde ich an ihm in der Serie deutlich angenehmer als hier. Aber das liegt halt am Format als Film. Ja, es ist halt im Endeffekt so ein Ensemble-Film. Du hast zwar zwei, drei Hauptcharaktere, aber es bleiben alle ziemlich blass. Es darf nur jeder mal in die Kamera winken. Genau. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch zwei Figuren vor, weil dann können wir nämlich noch auf eine Szene eingehen, die wir bis jetzt noch ganz außen vor gelassen haben. Zwar nämlich den Painless Paul. Und passend dazu die Lieutenant Dish Snyder, die Krankenschwester, die in der Auflösung dieser Szene eine wichtige Rolle spielt. Es ist die berühmte Suicide is Painless Szene. Ich finde sie fantastisch. Ja, ich auch. Also, ja, zu plus eins. Der Painless Paul ist der Zahnarzt der Truppe, was damals auch ganz natürlich war. Das hat man in der Serie einfach rausgelassen, weil man eh schon so viele Figuren hatte. Und er ist immer ziemlich depressiv und will sich dann umbringen und will, dass die Ärzte ihm dabei helfen. Und das Ganze führt dann zu einer sehr lustigen Situation. Was ich an ihm, also erstens, er wird halt dargestellt, das Wichtige an ihm ist sein mächtiges Gemächt, um es zusammenzufassen. Okay. Und auch hier diesen Dialog fand ich relativ fantastisch. Übrigens interessant im Kontext von Sexismus und so weiter, dass hier auch die Kerle einfach mal spannend gehen, während der da halt irgendeine kleine Schwester durchnebt, um eben auf dieses mächtige Gemächt einen Blick zu werfen. Fand ich auch interessant, gerade im Hinblick auf 1973 und Homophobie und ähnliche Dinge, dass das so als völlig natürlich hingestellt wird. Ja, was ich ja gut finde. Da nehme ich aber gleich mal das zum Anlass. Ich meine mal, er will sich umbringen, aber weil er denkt, er wäre schwul. Das hebelt das, finde ich, so ein bisschen aus, finde ich. Weil für ihn ist das so schlimm, dass er schwul ist, weil dass er dadurch denkt, Zitat, er wäre kein richtiger Mann mehr. Ja, nee, wie war das noch? Er konnte bei der Frau nicht, das heißt, er ist impotent und deswegen wird er zwanghaft schwul. Es wäre nur noch eine Frage der Zeit, irgendwie sowas. Er hat da gesagt, er ist latent schwul und deswegen kriegt er keinen hoch. Ja, aber er glaubt, er hat Angst, nur deshalb, weil er bei der Frau nicht mehr konnte. Ja, das war eben so diese Reihenfolge. Er hat gemerkt, dass er, also er denkt sich dann, er wäre impotent, weil es einmal nicht geklappt hat und meinte, er müsste dann zwanghaft irgendwie schwul werden. Also auch er meinte, er wäre es. Das ist es. Ja, weil er keinen hochgekriegt hat. Und das heißt, er würde also als Fummeltrine enden und da bringt er sich lieber vorher um. Finde ich auch ein bisschen problematisch und doof. Also ich denke, das hebelt das so ein bisschen aus, einfach, dieses Argument. Ich bin noch nicht ganz froh, dass ich noch nicht genug Martini hatte, um jetzt ausführlich zu diesem Thema zu referieren. nein, ich gebe dir grundsätzlich recht. Natürlich ist das an sich problematisch wie Sau. Aber was ich im Ansatz daran auch wieder interessant fand, das macht es nicht weniger problematisch, ist aber die Tatsache, dass das von Anfang an von den anderen gleich so deklariert wird, okay, der ist nicht schwul, sondern es geht einfach darum, der hat gerade einen Durchhänger und das ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Aber ich glaube wirklich, von den anderen wird es wirklich so bewertet als, okay, das Homosexuellsein ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann, warum auch immer. Wobei in der Zeit betrachtet, okay. Aber es ist das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Und das ist gerade quasi sein deutlichstes Anzeichen von, der ist am nächsten dran, wirklich durchzuballern. Und deswegen müssen wir da jetzt intervenieren in die eine oder andere Form, die dann gewählt wird. Ja, ich muss aber sagen, der Umgang auch der anderen fand ich wieder gut, weil als er auch sagte mit schwul, da war eigentlich für die Zeit eigentlich dann auch der Umgang damit nach Motto, ja und? Genau. Und er war ja der Einzige, der damit ein Problem hätte, das zu sein. Aber er wird ja dann geheilt durch Lieutenant Dish, die tatsächlich auch in der Serie vorkommt, aber nur in zwei Episoden. Hier finde ich es auch wieder in Bezug auf Sexismus ganz interessant. Sie wird ja zwar überredet, mit ihm zu schlafen, aber es wird ja tatsächlich, es ist ihre Entscheidung. Also sie wird nicht irgendwie jetzt gedrängt, sondern hier, du kannst dem helfen.
mach, was du denkst. Und vor allem mit dem Argument, du bist doch eh ab morgen weg. Also es wird dich nie wieder jemand danach fragen. Ja, sie hat ihm auf seinen Bohrer geguckt. Und als sie dann zum Schluss im Hubschrauber sitzt, dieser Blick ist einmalig. Ja. Ja, also diese Szene, wo sie dieses Bettlaken da hochnimmt, und dann sieht man ihre Reaktion gar nicht, weil sie das Bettlaken so hoch halten muss, dass sie das da in ganzer Pracht irgendwie erkennen kann. Das ist schon ziemlich großes Tennis, ja. Ich hätte da gerne, so wie bei Pulp Fiction, so ein goldenes Leuchten gehabt. Das wäre schön gewesen. Ja, und so dieses Geräusch. Wobei mich ja tatsächlich interessieren würde, was sie ihm für eine Tablette gegeben haben, die ihn so komplett ausschalten und gleichzeitig andere körperliche Funktionen intakt lassen. Da war er schon wieder am Aufwachen. Genau, das war wahrscheinlich einfach wirklich nur ein Schlafmittel, diese schwarze Kapsel. Aber was ich viel schöner fand, diese Fahrt in das Messezelt, wo die da alle am Feiern sind, so richtig schön das Abendmahl nachgestellt. Ja, genau. Absolut. So auf den Punkt, ja. Was mich da, ich weiß nicht, es ist mir nicht aufgefallen, aber ist der Vater da in irgendeiner Form mit beteiligt? Ja, er wird ja direkt gefragt, eigentlich kann ich das nicht machen und darf das nicht machen, aber du würdest ja damit eine gute Seele retten und gib ihm doch trotzdem seine letzte Ölung. Und er lässt sich tatsächlich drauf ein, das fand ich auch nochmal. Ja genau, es ging da um die Absolution und er kann niemandem die Absolution erteilen, der Selbstmord begeht, weil Selbstmord ist eine Todsünde, aber das Argument ist, dadurch, dass er ihm damit die Absolution erteilt, können sie das mit der schwarzen Kapsel machen und dadurch wird ein Selbstmord verhindert. Genau, aber die Tatsache, dass er sich darauf einlässt, fand ich ziemlich geil. Er ist pragmatisch. Richtig. Das macht ihn auch echt sympathisch. Ja, ich dachte, der ist halt kein Korinthenkacker, der achtet wirklich darauf, dass es seine Schäfchen sich allgemein im richtigen Sinne verhalten, aber guckt nicht darauf, dass es jetzt alles wortgetreu nach der Bibel läuft. Genau. Er guckt einfach nur, dass sie im Schnitt gute Menschen sind. Genau. Und was ich in dem Kontext auch noch interessant fand, hier haben wir auch wieder so eine schöne Übersetzungssache, als sie sich eben über den Baugrad von dem Zahnarzt unterhalten. Meine Fresse, der hatte so einen. Ich weiß, da konnten 10 Krähen draufstehen. Ja, aber die letzte hat schon ein bisschen mit den Füßen geangelt. Ja, stimmt. Ja. Ich stelle mir das ja unangenehm vor. Hallöchen. Gut, je nachdem, worauf man es halt so steht. Also, ihr wisst schon. Ja. Ein Charakter, der auch schon voll da ist in der Serie, ist halt das Camp. Es ist der Offiziersclub da, es wird direkt am Anfang die Offizierslatrine gezeigt, irgendwie auf einem Schild. Das Duschzelt, das ja auch immer wieder Thema ist, OP, Pre-OP und Post-OP. Der Sumpf natürlich, inklusive dem Logo an der Tür, das Messezelt. Und eigentlich ist dieser Ort schon genauso, wie wir ihn dann später in der Serie zu sehen kriegen. Was wahrscheinlich daran lag, dass er doch relativ nah an den echten Gegebenheiten orientiert war. Würde ich jetzt spontan davon ausgehen, ja. Ja, das Ding ist einfach, ich habe mal geguckt, ist ein bisschen größer als das Seriencamp. Und ein paar Sachen sind umbenannt, zum Beispiel das Offizierszelt, Offizierscasino gab es im Film erst später. Aber ich glaube, die Gegend ist glaube ich, genau das gleiche. Es wurde am gleichen Ort gedreht, nämlich da, wo auch Planet Affen gedreht wurde. Ja, auch der abgestürzte Hubschrauber kommt, glaube ich, vor und dieser kleine Fluss und das Golfspielen und ja. Der abgestürzte Hubschrauber war übrigens ein Unfall beim Dreh. Gerade diese Szene am Anfang, wenn sie da hinrennen, haben sie einmal gedreht und danach hat unter anderem Gary Bergdorf gesagt, das ist mir ein bisschen riskant, da so einfach dahin zu rennen, dass die Rotorblätter laufen und so weiter. Dann haben sie entschieden für die zweite Version, okay, wir schicken einfach so Stuntleute da hin. Und tatsächlich ist bei diesem zweiten Dreh der Hubschrauber ins Kippen geraten und umgekippt. Also es war nicht ganz ungefährlich. Jetzt hat Gary Bergdorf auch noch wirklich hubschrauberbezogene Eingebungen gehabt, willst du mir sagen? Ja. Fassbar. Wobei die Sache mit den Hubschraubern ja generell immer so ein bisschen schwierig ist in der Serie. Denn sie verwenden teilweise Modelle, die es zu der Zeit eigentlich noch gar nicht gegeben hätte. Was ich ja total erwähnenswert noch finde, sind die Durchsagen, die durch die Sprechanlage immer mal wieder kommen. Da würde ich auch kurz drauf eingehen. Also eine, die wir hören, ist zum Beispiel, das ist die erste Lautsprecheransage, wo sie sich alle für eine Inspektion des Short Arms melden sollen. Und das ist im Slang eine
ja, eine Übersetzung für sexuell übertragbare Krankheiten. Also sie sollen sich quasi die Geschlechtsteile untersuchen lassen. Das Lustige an den Lautsprechern ist, das war gar nicht geplant. Sie hatten den Film gedreht und es waren halt wirklich Episoden und sie haben irgendwas gesucht, wie sie das noch ein bisschen zusammenhalten können. Und da haben sie dann entschieden, wir haben so einige Aufnahmen von den Lautsprecher gemacht, machen wir da einfach ein paar Ansagen rein. Und wenn man den Lautsprecher sieht, und das ist der Vollmond im Hintergrund, ist das übrigens dieselbe Nacht, in der die Amerikaner zum ersten Mal auf dem Mond gelandet sind. Ja. Hey, cool. Diese Traditionen, habe ich sie jetzt mal in meinen Notizen genannt, die sind halt auch schon größtenteils da. Seien es die Lautsprecherdurchsagen, seien es die Stromausfälle, die miesen Filme im Kino, dass in gewissen Situationen, wie dem Stromausfall, plötzlich alle anfangen zu singen und so weiter. Das ist da halt auch schon komplett vorhanden. Das fand ich auch echt spannend, dass es das so eins zu eins in die Serie geschafft hat. Genau, und das halt vor allem auch in diesen Lautsprecherdurchsagen gelegentlich wirklich diese ja, subversive Kritik geübt wird, beziehungsweise so subversive Hinweise gegeben haben. Zum Beispiel wird dann in der zweiten Durchsage im Film erklärt, dass drei Ampullen von Amphetamin geklaut worden sind. Ja. Und das fand ich gerade im Hinblick auf die Drogennutzung im Krieg, ich meine, das hat ja in der deutschen Militärgeschichte auch schon eine Historie, aber vor allem dann später in Vietnam und so weiter und sicherlich auch in Korea, hat das ja durchaus Tradition, dass da Drogenmissbrauch nicht unbedingt. Ja. Ja, das haben die damals auch fast nie anders ausgehalten. Mal so Mesh-Personal war damals mit maximal 3 Monate vor Ort, dann mussten die ausgetauscht werden. So wie ich das gelesen habe, teilweise waren die Ärzte tatsächlich länger da, also bis zu 9, 10 Monate, mit vorher in Tokio Trainings. Aber wie es in der Serie gezeigt wird, dass es dieses Punktesystem gibt, bis man nach Hause darf, oder tatsächlich, Hawker ist ja eigentlich den kompletten Krieg über da, das gab's da nicht mehr. Genau, und diese Thematik mit dem Drogenmissbrauch, die haben wir dann ja zum Beispiel auch bei dem Footballspiel, als da relativ ohne Verheimlichen der Joint rumgereicht wird und diese Dinge, also das wird da schon recht deutlich gezeigt. Wie fandet ihr denn dieses Footballspiel? Ich fand's ja ein bisschen merkwürdig, aber ich bin auch kein großer Sportfan. Ich hab von Football keine Ahnung, aber ich fand die Szene lustig. Und es wirkte irgendwie wie ein Fremdkörper. Ja, gehörte da nicht richtig hin, das dachte ich mir auch. Doch, insgesamt eher langweilig. Ja, es war so ein bisschen der Füller noch, wo man dann gedacht hat, okay, sie haben jetzt noch irgendwie 20 Minuten, bis es ein Kinofilm ist, dann schmeißen wir mal auf ein Footballspiel rein. Naja, es kommt ja auch im Buch vor, wobei nicht im Originalbuch von Richard Hooker, weil das sich nicht verkauft hat, hat er es einem Sportjournalisten gegeben zum Überarbeiten und der hat diese Szenen noch eingefügt. Aber tatsächlich, nach allem, was ich so gelesen habe, wird die Szene ja doch als sehr ikonisch empfunden. Eine Szene, an die viele sich erinnern. Was ich so eigentlich nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Ja, erinnern schon, ist nur die Frage, ob positiv oder negativ. Gut, jetzt sind wir auch ein Haufen kontinentaleuropäische Nerds und Nerdinnen. Dass wir irgendwie nicht so auf Football stehen, ist, glaube ich, klar, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, wäre es Baseball gewesen, könnte ich mitreden, aber so sieht es eher schlecht aus. Ich habe ja Baseball immer in Korea geguckt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber dafür dürfen die beiden Hauptcharaktere ja auch wunderbar auch im Japan Golf spielen, in ganz tollen Knickerbockern. Ja, und sie kommen überhaupt erstmal, und das fand ich auch interessant, in diese Situation ja nur, weil ein Sohn von einem Kongressmann verletzt wird. Und da, obwohl der eigentlich überhaupt nichts allzu Schlimmes hat, müssen natürlich die besten Leute eingeflogen werden und alle anderen normalen Soldaten werden halt mehr oder weniger kommentarlos verrecken gelassen. Das fand ich auch als Unterton recht interessant. Hm. Ist das Ding nochmal Kinderklinik und Bordell? Sag ich das nochmal? Ja, fand ich auch ein sehr interessantes Joint Venture, ja, aber es. Aber er hat es ja erklärt, die Kinderklinik wird halt mit den Einnahmen und jetzt. Aus dem Bordell finanziert. Jetzt, genau. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es ein richtiges. Ja, gut, eine ist ja geschwängert worden. Also, ob es jetzt ein Bordell oder so eine Geisha-Bude war. Aber das ist natürlich alles auch wieder ein bisschen verkürzt, komisch und auch da. Aber ja, tatsächlich muss ich sagen, obwohl ich jetzt nicht behaupten kann, historische Ahnung zu haben. Aber ich glaube tatsächlich, erstens in Kriegszeiten, zweitens in diesen Kriegszeiten, drittens in
diese Konstellation halte ich das jetzt auch tatsächlich nicht für ganz unwahrscheinlich. Denn ich meine, dass wir viele, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch Besatzerkinder haben und so weiter und so fort, ob freiwillig oder unfreiwillig, das ist jetzt im Krieg jetzt auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches. Und dass sie die nicht unbedingt sofort verrecken lassen, weil es halt das falsche Kind ist, finde ich jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Nö, ja, aber ich sag mal, die Kombination, ich glaube, das war einfach nur ein Grund. A, ein bisschen, es ist eine absolut abstruse Kombination eigentlich. Bordell und Kinderkrankenhaus. Und er sollte auch wieder so das typische Schema jetzt in diesem Film zeigen. Schurken mit Herz. Ja, ja, ich meine, was sind denn diese drei Ärzte? Das sind eigentlich totale Arschlöcher und Schurken, aber haben ein gutes Herz. Das passt auch wieder so. Genau, und es wird ihnen nur deshalb durchgehen gelassen, weil sie halt tatsächlich auch wissen, was sie tun. Wobei für komische Mischungen muss man sich auch die Mesh-Fortsetzungsbücher angucken. Dort gibt es einen Fischmarkt und Klinik in einem Gebäude. Okay. Ja. Okay. Kann naja, man machen, da muss man aber nicht. Sagen, solche Sachen, wie gesagt, halte ich für gar nicht so unrealistisch, weil in Kriegszeiten nimmst du halt alle größeren Gebäude, die du finden kannst, um irgendwas zu machen. Und das sind halt nun mal im Zweifelsfall auch wichtige zivile Einrichtungen, in Anführungsstrichen. Ja, aber das wurde ja von einer Person betrieben, der hat beides betrieben, also von daher, das war schon sehr verwegen. Das war ja nicht zufällig, dass das Krankenhaus im gleichen Gebäude ist wie das Bordell. Das war ja beides vom gleichen Menschen. Ja, nee, halt deswegen hätte ich mir halt gedacht, wenn deine anschaffenden Damen, die sind ja auch ab und zu mal schwanger, ob freiwillig oder unfreiwillig, und da musst du ja auch die eine oder andere medizinische Maßnahme ergreifen. Das bietet sich ja an. Wenn man halt zwei Kompetenzen hat, dann kann man die ruhig an einer Stelle bündeln. Das richtig. Hier ist auch gleichzeitig mein Raum mit der Bar und mein Podcastraum. Also bitte. Okay, mein Gehalt als Arzt reicht mir nicht, ich bin noch Zuhälter. Cool. Ja. Was, du willst wenn's, nicht? Hier, nimm mal diese Pille. Wenn es zum Anschaffen nicht reicht, so mit dem Aussehen, dann muss halt Zuhälter werden. Oh Mann. Gut, wollen wir zur Bewertung des Films kommen? Erst wollte ich euch noch fragen, habt ihr denn auch Sylvester Stallone in dem Film gesehen? Was? Nein. Was? Also er steht auch nicht im Abspann, er war wirklich nur als Statist dabei, aber muss irgendwo einen Soldaten gespielt haben. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich auch nicht. Nee, mir ist es auch tatsächlich entgangen. Nee, überhaupt nicht. So wichtig ist mir das jetzt auch nicht, dass ich den Film nochmal Frame für Frame nee. Ja, da frage ich nachher mal Tante Google. Vermutlich wird es da irgendwas geben, ja. Aber als letztes würde ich vielleicht noch ganz kurz über diese Abschiedsszene reden. Denn Hawkeye kriegt ja seinen Entlassungsbefehl und Trapper auch. Wobei es nicht ganz klar ist im Film, ob es da Entlassungsbefehl oder nur Heimaturlaub ist. Aber diese Szene zwischen hin und her gerissen sein, zwischen eigentlich kann ich euch ja jetzt nicht im Stich lassen, aber natürlich will ich nach Hause, die fand ich auch nochmal ganz interessant. Ich muss sagen, im Film, ich meine in der deutschen Synchro sagen die Marschbefehl und das bedeutet Tschüss. Ja, und im Englischen sagt er We can go home und ich denke, das ist schon ziemlich eindeutig, dass das endgültig ist. Ja, im Buch wird es auch so dargestellt. Überstimmt, Dela. Nee, ich sag ja, bin ich ja voll bei euch, aber diese Hin- und Hergerissenheit halt, die sich wirklich bei dem Abschied zeigt, als er noch seine OP fertig macht und sich eigentlich gar nicht so voll freuen kann, wie er es gerne würde und so. Ich habe das jetzt eher so empfunden, er musste die OP fertig machen. Er hat doch gefragt, kannst du den nicht selber zunähmen? Ja, klar, aber wie gesagt, also, er ist halt nicht in der Situation, dass er jetzt gleich jubelnd und Martini trinkend aus dem Camp spazieren kann. Er durfte nicht, er musste die OP zu Ende machen. Also das hatte ich jetzt ziemlich deutlich so verstanden. Er wollte schon, wäre am liebsten schon gegangen, durfte aber nicht. Das machst du jetzt noch fertig. Okay. Und hier geht Hawkeye dann auch heim zu seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das ist ja auch ein großer Unterschied zu der Serie, da ist er ja Junggeselle. Und all die Charaktere haben sich kein bisschen weiterentwickelt. Sie haben einfach mal in Korea die Sau rausgelassen und jetzt gehen sie wieder heim zu ihrer Familie. Das hinterlässt auch nochmal so ein komisches Nachgefühl, finde ich. Generell finde ich das Ende halt wirklich nicht so doll. Also. Ja, also es fehlt halt diese Aktstruktur, die wir sonst irgendwie Storytelling-mäßig aus Filmen heute gewohnt sind. Und der Film endet halt genauso abrupt, wie er begonnen hat und wie jede Szene auf die andere oder jede Episode auf die andere gefolgt hat. Ja.
Würdet ihr dem Mesh-Fan, dem geneigten Mesh-Fan empfehlen, den Film zu gucken oder gegebenenfalls sogar mit dem Film anzufangen? Es fehlen noch so viele Charaktere, die irgendwie wichtig sind in der Serie, die das dann irgendwie, also ständig im Film denke ich mir, wenn jetzt XY passieren würde mit Personen, die noch fehlt, wäre irgendwie cool. Aber naja. Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, wir haben, glaube ich, alle dieses Jahr jetzt erst gesehen. Ja. Und ich glaube, wenn man den Film wirklich ganz unvorbereitet als erstes sieht, ist er ganz nett. Ja. Er hat ein paar echt entscheidende Längen und er ist teilweise auch ein bisschen lahm. Wenn man die Serie schon kennt, hat man am Film wenig Spaß. Aber ich glaube, wenn man damit noch gar keine Kontaktpunkte hat, kann man da durchaus Freude dran haben. Ja, den kann ich nur zustimmen. Weiß nicht, ich finde ganz so, nett ist ja auch, ganz nett ist ja auch der kleine Bruder von Scheiße. Also von daher würde ich sagen, ja. guckt die Serie und damit ihr es dann irgendwann komplett habt, könnt ihr euch irgendwann auch nochmal den Film angucken. Aber ich würde sagen, guckt lieber die Serie, die Zeit ist besser investiert. Ja. Mhm. Unterschreibe ich. Oder trinkt wenigstens viel Martini beim Film. Ja. Ich mag aber keine Oliven. Martini ist, was du draus machst, dann trinkst du ihn halt ohne Oliven. Das ist doch ein Kulturbolschewismus. Man kann da ja auch so ein kleines hier eingelegtes Zwiebelchen reintun. Das ist eine interessante Idee. Sehr lecker. So Silberzwiebelchen. Fragt mich doch einfach, Mensch. Nun gut. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, die ihr beim Film gerne noch loswerden wollen würdet? Eine allgemeine Ergänzung hätte ich noch. Und zwar, wenn ihr jetzt uns hier treu bleiben wollt, dann würde ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Denn Alan Alda, der Star der Serie, hat einen Podcast, wo er über Kommunikation redet. Mit sehr, sehr spannenden Leuten teilweise. Und der hat ein Special gemacht mit den meisten noch lebenden Mesh-Stars aus der Serie. Ja, okay. Sehr schöne Folge, die wollte ich heute auch noch empfehlen, genau. Sehr werden hörenswert. Es euch verlinken, wenn wir es finden. Ja, da kann ich helfen. Also auf jeden Fall großes Tennis. Wenn ihr euch jetzt darauf freut, die Serie nochmal zu gucken und dann nochmal so einen kleinen Refresher braucht, dann hört euch diese Folge an. Die ist ein ziemliches Durcheinander mit unterschiedlicher Tonqualität, weil irgendwelche Leute dann noch Gary Berkow ist per Telefon zugeschaltet, ja. Genau, aber Loretta Swit ist wirklich großartig, auch in dem Podcast und toll. Gibt eine super. Sehr schöne Anekdote mit Sir Richard Attenborough, das fand ich total lustig. Ja, und wer die Serie schauen möchte, wende sich vertrauensvoll an Archive. Genau, den Film selber gibt es bei iTunes und Amazon zum Leihen bzw. kaufen. Also auch die ganze Serie, die ganze Box gibt es sogar relativ günstig zu kriegen. Ich habe für meine damals 50 Euro bezahlt, für 11 Staffeln lohnt. Ja, aber das Webarchiv hat das Ding auch. Okay. Ich sage es halt nur für die Leute, die sowas gerne physisch haben. Ja. Ist es mal immer wieder recht günstig, auch auf Amazon zu kriegen. Ja, das geht ja direkt zu 50 Euro für 11 Staffeln. Ist auf jeden Fall vollkommen okay, also kannst du gar nicht sagen. Da kannst du nichts falsch machen. Selbst wenn du davon nur ein paar Staffeln magst, für 50 Euro 11 Staffeln. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie lange wir jetzt schon sind? Rechne doch selber, wir haben 19 Uhr angefangen, 19 Uhr 15. Bei 116 Minuten ist der Film. Ja. Also, du musst das ein bisschen ranhalten, dann haben wir das Ziel erreicht. Los. Gut, Bewertungen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir uns immer ein eigenes Bewertungssystem ausdenken. Und ich würde sagen, von mir kriegt der Film, sagen wir mal, 6,5 von 10 Silberzwiebelchen im Sumpf-Martini. Ich würde sagen, er kriegt, 7 von 10 Selbstmorden. Ich vergebe 6 von 10 heißen Lippen. Ich glaube, ganz so gut kommt er bei mir nicht weg. Ich mag ihn zwar, aber im Vergleich zur Serie stinkt er doch ein bisschen ab. Ich gebe 5 von 10 Kinderkliniken und Bordellen. Ja, von mir kriegt er auch 5 von 10 Frank Burns. Und ich gebe 4 von 10 Handgranaten. Als Drehort wird hier Malibu angegeben. Das ist auch hübsch. Ja, ist tatsächlich so. Einen beschaulichen kleinen Badeort hier, Mr. Lebowski.
Tatsächlich wollte Robert Altman das Ganze in Übersee drehen und Fox hat ihm den Finger gezeigt und hat gesagt, du gehst gefälligst dahin, wo wir unser Studio haben. Da kannst du drehen, das ist billiger. Nun gut, liebe Hörerschaft, es war wunderschön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter dann ausführlich über die Serie reden. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, könnt ihr das sehr gerne tun. Schreibt uns einfach an. Wir haben Twitter, wir haben Mastodon und wir sind auch sonst gerne immer einzeln für euch erreichbar, wenn was ist. Ihr braucht, wie gesagt, nichts. Ihr solltet nur die entsprechende Folge der Serie gesehen haben und ein Mikrofon besitzen und im besten Fall TeamSpeak installieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem, ich nenne es jetzt mal Stammteam, nämlich beim Sven. Ja, vielen Dank. Bei der Alex. Danke. Beim Raphael. Danke. Beim Ex-Neuber. Ja. Beim Zappo. Ja. Und beim Flo. Und ich bedanke mich bei dir, Dela. In diesem Sinne, wir hören uns, lasst es euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.